Sonntagabend im Zentrum, die Live-Debatte hier in ORF 2. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Dieser Paukenschlag aus Wien, der war in ganz Europa zu hören. Österreichs Regierung will die Zahl der Flüchtlinge deutlich reduzieren auf maximal 37.500 heuer. Kilian Kleinschmidt, er berät das Innenministerium in Fragen der Flüchtlingsunterbringung und er meint, die gewünschte Begrenzung der Asylwerberzahlen und die jetzt geplanten Maßnahmen werden zu mehr illegalen Einreisen ohne jegliche Kontrollen führen. Hans Nissel, der burgenländische Landeshauptmann, verteidigt die Regierungsentscheidung und meint, ein uneingeschränkter und unkontrollierter Zuzug, das ist das Ende des Sozialstaates und das wäre auch das Ende der Sozialdemokratie. Die Politologin Sonja Puntscher-Rickmann sagt, von Merkels Grenzöffnung über die Asylverweigerung vieler Staaten bis zu den österreichischen Obergrenzen. Mit diesen nationalen Alleingängen wird es weder für die Flüchtlinge noch für Europa gut gehen. Der slowakische Europaabgeordnete Richard Sulik sagt, Europa oder die einzelnen Länder kommen nicht um die Schließung der Grenzen herum. Und Stefan Lehne, der frühere Spitzendiplomat im Außenministerium, arbeitet jetzt als Politikexperte bei der Denkfabrik Carnegie Europe. Und er sagt, nationale Alleingänge machen vernünftige europäische Lösungen noch schwieriger. An Sie alle hier im Studio ein herzliches Willkommen und einen schönen guten Abend nach Bielefeld zu Elmar Brok, dem Leiter des Außenpolitischen Ausschusses im Europaparlament. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend nach Bielefeld, Herr Brok. Guten Abend, nach Wien. Herr Sulik, Sie kommen aus einem Land, das hat einen besonders restriktiven Kurs von Anfang an in dieser Flüchtlingskrise gefahren. Ich habe heute gelesen, die Slowakei hat genau 8 Flüchtlingen das Asylrecht zugestanden in ihrem Land. 8. Zu diesem Kurs stehen Sie auch, haben Sie auch in vielen Reden, Interviews und Auftritten getan. Ist es für Sie also jetzt aus Ihrer Sicht legitim, wenn Österreich jetzt auch sagt, wir ziehen jetzt eine Obergrenze ein, die liegt zwar nicht bei 8, sondern bei 37.500. Also endlich macht Österreich irgendetwas. Und zwar nachdem Deutschland nicht in der Lage war, überhaupt etwas zu machen, müssen halt die Länder, die auf der Balkanroute vor Deutschland liegen, also Österreich, etwas tun. Also Gott sei Dank. Ich halte das zwar nicht für richtig, diese Obergrenze, weil im Grunde heißt es, dass 37.500 Mal eben das Dubliner Abkommen verletzt wird. Österreich sollte alle abweisen, die aus einem sicheren Drittland kommen. Das ist doch das Dubliner Abkommen und da sollte man dazu zurückkommen. Aber es gibt ja auch noch die Genfer Flüchtlingskonvention, die sagt, wenn jemand kommt und um Asyl bittet, dann muss die man sagt ein Verfahren aber, dass, einleiten. Die sagt nicht, dass Krieg ein Asylgrund ist. Also wenn wir schon mal über die Flüchtlingskonvention sprechen wollen, wird das ganz schwierig. Auf jeden Fall, die, die in Österreich Asyl beantragen, da sollen natürlich die Asylanträge bearbeitet werden. Aber das dürfen doch nicht, das sollten nicht Leute, Menschen sein, die aus einem sicheren Drittland kommen. Nach dem Dubliner Abkommen sollten die schon im also schon früher in Slowenien oder in Kroatien Asyl beantragen. Ich würde alle abweisen an der Grenze. Sonst kriegen sie hier nie Ordnung da rein. Also das heißt, Europa hat für Sie eigentlich in dieser Frage überhaupt keine Verantwortung oder Verpflichtung auf dem humanitären Bereich oder so? Na doch, aber man muss doch den Menschen, man kann den Menschen auch dort helfen. Wenn Sie einem Obdachlosen helfen wollen, müssen Sie ihn nicht zu Hause einziehen. Sie können ihm eine Suppe kaufen oder Kleider geben, aber Sie müssen ihn nicht zu sich nach Hause einziehen lassen. Das heißt, aber Herr Sulik, Sie verweigern doch das Geld, das wir brauchen, um die also Lager lassen zu Sie mich, unterstützen. Herr Brok, bitte zu Ende sprechen. Ja. Europa kann doch auch dort helfen. Dort kann Europa humanitäre Hilfe leisten. In Libanon, in der Türkei und so weiter. Da gibt es viele Möglichkeiten, Hilfe zu leisten. Da wollen Sie auf den Einspruch von Herrn Brok vielleicht eingehen. Der sagt, Ihr Land verweigert das Geld, das dafür nötig ist. Nein, die Slowakei wird sich an diesen 3 Milliarden für die Türkei, wird sich die Slowakei beteiligen. Und an den 8 Milliarden für den gesamten Raum, der von der syrischen Krise betroffen sind. 8 Milliarden sind im Augenblick, stehen da. Im letzten Jahr sind nur 40% von der Summe, die gebraucht wird, für die Grundhilfe, die Grundversorgung finanziert worden. Wo ist die internationale Solidarität? Ja, wir können die ganze Welt versorgen, natürlich, nur wir sind nicht reich genug. Nein, aber dann müssen wir damit aufhören, einfach zu sagen, alles zu. Brüssel hat genug Geld. Brüssel gibt so viel sinnloses Geld aus für Agrar, für landwirtschaftliche Dotationen,
für Strukturfonds. Soll das auch in die Slowakei fließt viel Geld aus diesem Titel? Bitte? Auch in die Slowakei fließt viel Geld. Ja, dann soll es halt nicht fließen. Also dieser Erpressungspotenzial ist sowieso lächerlich, weil das sind ja völlig andere, das sind völlig andere Verträge. Und das Einzige, also womit die hier wedeln können, wir geben auch kein Geld. Das Geld hat so viel Korruption in die Slowakei gebracht. Also ich würde gar nicht drum weinen, um das Geld. Also diese Erpressung wird bei Ihnen nicht funktionieren. Und noch möchte ich sagen, wir haben völlig sinnlos aus dem Fenster rausgeschmissen, vielleicht 2 Milliarden Euro, die kleine Slowakei für Griechenland. In den letzten 5 Jahren, da ist so viel Geld verloren gegangen nach Griechenland, weil da irgendwelche Brüsseler Politiker gemeint haben, wir müssen die ganze Welt retten, auch Griechenland, und haben wieder Verträge verletzt, weil Griechenland hätte pleite gehen sollen, wäre ja viel besser heute dran. Also wir haben schon genug bezahlt, auf jeden Fall. Jetzt muss man irgendwann raus aus dieser Mühle, Herr Sulik. Irgendwann müssen sich alle Europäer an den Tisch setzen und sagen, so, jetzt machen wir aber was, weil letztlich sind wir alle davon betroffen. Das ist ja schon passiert in der Vergangenheit. Haben sich doch die Europa zusammengesetzt, haben den Schengener Vertrag ausgehandelt und unterzeichnet, das Dubliner Abkommen. Es reicht doch, sich an die existierenden Verträge zu halten. Deswegen ist Europa in so einem großen Chaos. Und ich stimme Ihnen zu, dann fallen natürlich die einzelnen Länder in dieses nationale Denken hinein. Sie haben gesagt, Herr Lehne, diese Alleingänge wären ein Problem. Alleingang von Orban, Alleingang von... Das größte Problem ist der Alleingang von Angela Merkel, die sich gesagt hat, okay, Verfassung, deutsche Verfassung, egal, Dublin, egal, Schengen, egal, jetzt kommt mal alle her. Und jetzt hat Österreich das Problem. Ungarn hat es gelöst und wurde dafür kritisiert. Das ist ja das Komische. Ungarn hat ja doch nur das Dubliner Abkommen eingehalten. Die weisen ja niemand ab, der dort Asyl beantragt. Die lassen einfach nur nicht mehr zu, dass da hunderttausende Leute hin und her gehen oder beziehungsweise hingehen, ohne Registrierung, ohne alles. Das Chaos hat doch die Frau Merkel verursacht. Herr Brock, das war für Sie auch gemeint. Nein, das Chaos haben wir gemeinsam geschaffen. Wir nicht, Moment, wir nicht. Nein, die Slowakei hat das Chaos nicht geschaffen. Nein, wir haben das Chaos gemeinschaftlich geschaffen, weil wir nicht in der Lage sind, in den Ursprungsländern, wo sie jetzt herkommen, einmal Frieden zu schaffen, zweitens Hilfe zu leisten und drittens auch legale Möglichkeiten der Migration zu fördern, die es Menschen auf eine menschenwürdige Art erlauben, in einer Welt, die globalisiert ist, vernetzt ist, auch von A nach B. Und deswegen müssen wir jetzt das auch als Europäer auf die globale Agenda setzen. Und deswegen ist der Gipfel am 19. September in New York über das Thema Migration und Flucht ganz wichtig. Das wird nichts bringen, gar nichts. Wir müssen darauf hinzuarbeiten. Und ich hoffe doch sehr, Sie lassen die Slowaken darüber entscheiden, wenn sie ins Land lassen. Ich weiß, also es klingt schön, was Sie sagen, aber ich weiß nicht, wo Sie darauf herkommen, dass jetzt Menschen überall in der Welt Recht haben sollen, in Europa zu leben. Es ist unser aller Pflicht, aller Europäer, die Europäische Grundrechtecharta mit ihrem Asylpostulat anzuerkennen. Ja, sicher, sollen wir doch Asyl geben. Das heißt aber auch, dass die Slowaken Flüchtlinge aufnehmen müssen. Das ist gar nichts anderes. Jeder, der an die slowakische Grenze anklopft und sagt, er möchte Asyl, bekommt ein faires Asylverfahren. Das sollte doch auch Österreich und alle anderen Länder sollten das tun. Wir bearbeiten alle Asylanträge so, wie es Dublin-Abkommen und Schengen vorschreibt. Und wenn das alle Länder machen würden, dann wäre das viel besser. Aber Sie haben recht. Alle haben zugeschaut, auch die Deutschen, dass Griechenland jahrelang Dublin und Schengen nicht einhält. Niemand hat die Kraft und den Mut, Griechenland aus Schengen rauszuschließen. Lassen Sie uns über die Türkei sprechen, Herr Sulik. Ich wollte nur einen Satz zu Griechenland, zum Herrn Brock. Das ist nicht ganz so, wie er das erzählt. Griechenland sabotiert einfach Schengen-Abkommen. Die haben eine riesengroße Armee. Die haben 100 Kriegsschiffe. Wenn die möchten oder wenn die wollten, könnten ihre Grenze viel besser bewachen. Die machen es einfach nicht. Ja, was soll man mit Kriegsschiffen dann tatsächlich? Ja, wenn es nicht anders geht. Soll man auf die Leute schießen? Nein, man soll nicht schießen. Man soll doch die Grenze bewachen. Das heißt doch nicht, dass man alle abschießt. Eine Frage ist noch offen im Zusammenhang auch mit dem, Herr Landeshauptmann, was Sie angesprochen haben. Denn damit das alles funktioniert, muss es ja von diesen Hotspots weg einen Schlüssel geben, nachdem die Flüchtlinge auf europäische Länder verteilt werden. Und solange der Herr Sulik oder sein Land sagt, wir wollen aber keine nehmen, kann das doch nicht klappen, oder? Na Moment, die Idee war doch sehr gut. Man soll die Hotspots an den Außengrenzen errichten. Dort soll man die Asylanträge bearbeiten. Ja. Ja?
Und die, die keinen Anspruch haben, das ist ja die Mehrheit, die gehen wieder zurück. Und die, die Anspruch haben, die gehen dahin, wo sie, bei welchem Land sie Asyl beantragt haben. Und noch zum Mittelmeer, was Herr Brock sagte. Man soll doch Hotspot, ein großes, in Nordafrika errichten. Und dann lohnt sich für niemanden, $2000 für die Überfahrt in einem Schlauchboot zu bezahlen. Wir haben Ende April im Europaparlament zum ersten Mal über diese Pflichtquoten abgestimmt. Ende April, das sind 9 Monate vergangen, ist nichts passiert mit diesen Hotspots. Jetzt werden welche gebaut, Lesbos, 400 Stellen, das ist nichts. Es hätte längst ein Hotspot auf nordafrikanischer Küste sein sollen. Das wird wirklich helfen. Aber das ist in der gegenwärtigen Situation in Libyen etwas schwierig. Aber und noch, also noch ein Satz. Frau Punçarik sagte, warum verhandelt mit der Türkei nicht die Frau Mogherini? Das würde mich auch interessieren. Also ich verstehe jetzt das nicht. Das Herr Timmermans. Die Verhandlung führt Herr Timmermans, der Vizepräsident der Kommission. Und Frau Merkel ist wer in dieser Sache? Warum verhandelt mit der Türkei nicht die Frau Mogherini und der Herr Timmermans? Warum reist die Frau Merkel in die Türkei? Sie wollen niemand anderes als Herr Timmermans Herr verhandelt. Sie wollen europäische und Lösungen und Ihre Kanzlerin, die regelt alles im Alleingang. Ja, dann wundern Sie sich nicht, dass keine europäische Lösung ist. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für Ihnen allen fürs Kommen, fürs Diskutieren heute Abend. Ich schließe die Debatte für heute. Danke auch an Sie, meine Damen und Herren.